Im dritten Teil der Vorlesung wollen wir uns den Sequenzdiagrammen widmen. Jetzt, wo wir uns angesehen haben, wie Klassendiagramme aussehen, wie wir Klassen modellieren können und wie diese Klassen strukturell miteinander verbunden sein können, ist es natürlich auch interessant, das Verhalten zu modellieren. Sobald wir Klassen haben, haben wir Objekte und für diese Objekte wollen wir uns jetzt angucken, wie die miteinander kommunizieren können. Und natürlich habt ihr dieses Bild jetzt schon relativ häufig gesehen und es ging eben schon um einige UML-Diagramme. Verhaltensdiagramme haben wir uns schon drei Arten angesehen. Und die Sequenzdiagramme habe ich mir tatsächlich noch ein bisschen aufgespart sozusagen bis hierher, weil die durchaus deutlich technischer sind, deutlich näher an der Implementierung als zum Beispiel ein Anwendungsfalldiagramm. Ja, und da spannt sich so ein Spektrum. Ein Anwendungsfalldiagramm ist durchaus auch was ich mit einem Kunden kommuniziere. Sequenzdiagramme auf einzelnen Objekten, die im Speicher liegen und wie die miteinander reden, das ist schon ziemlich technisch und eigentlich eher was, wo sich Entwickler das nutzen und darüber Entwurfsentscheidungen kommunizieren. Jetzt also zu den Sequenzdiagrammen und das ist die einzige Art von Interaktionsdiagrammen, die wir uns angucken. Allerdings sei dazu gesagt, dass Sequenz- und Kommunikationsdiagramme eigentlich nur andere Darstellungsformen für die gleichen Dinge sind. Für diese zwei Diagrammarten hat man Äquivalenz nachgewiesen. Das heißt, es macht zum Beispiel wenig Sinn, diesen Diagrammtyp hier noch anzugucken, weil letztlich ist es nur eine andere grafische Darstellung für die gleichen Sachverhalte. Zu den Sequenzdiagrammen. Wir wollen jetzt Abläufe beschreiben. Wir wollen irgendwie sagen, was so zeitlich passiert, wie das Verhalten irgendwie ist und wie Objekte miteinander reden. Dafür ist die Grundlage, dass wir ein Klassendiagramm haben, dass wir überhaupt erstmal sagen, das und das sind die Klassen, die es gibt und das sind die Objekte. Und wir werden uns darauf gleich beziehen, ihr werdet das auch gleich grafisch sehen, wie wir uns auf diese Klassen beziehen. Und diese Sequenzdiagramme haben im Wesentlichen zwei Dimensionen. A sequence diagram displays an interaction as a two-dimensional chart. The vertical dimension is the time axis. Time proceeds down the page. The horizontal dimension shows the roles that represent individual objects in the collaboration. Das heißt, zwei Dimensionen, von oben nach unten ist der zeitliche Ablauf und von links nach rechts in der Horizontale haben wir verschiedene Rollen, verschiedene Objekte, die miteinander kommunizieren. Jetzt ist es dabei interessant zu wissen, so ein Objekt, wie lange lebt das eigentlich, wann wird das erstellt, wann wird das gelöscht? Und um das zu kennzeichnen, gibt es die sogenannten Lebenslinien. Each role is represented by a vertical column containing a head symbol and a vertical line, a lifeline. During the time an object exists, it is shown by a dashed line. During the time an execution specification of a procedure on the object is active, the lifeline is drawn as a double line. Das heißt, wir kennzeichnen jetzt, wie lange das Objekt eigentlich lebt und das eigentlich da ist. Objekte werden ständig, wenn wir objektorientierte Programme ausführen, erzeugt und gelöscht. Aber es gibt trotzdem zwei Unterscheidungen von diesen Objekten. Es gibt welche, die liegen einfach irgendwo im Speicher und machen gerade nichts. Und es gibt welche, die sind gerade aktiv und auf denen wird eine Operation ausgeführt. Und das werden wir gleich sehen, wie wir das grafisch durch sogenannte im Deutschen Aktivierungsbalken kenntlich machen. Und jetzt wäre das Ganze witzlos, wenn wir nicht irgendwie auch Kommunikation zwischen den Objekten darstellen würden. Das heißt, dafür gibt es dann Pfeile. A message is shown as an arrow from the lifeline of one object to that of another. The arrows are arranged in the time sequence down the diagram. An asynchronous message is shown with a stick arrowhead. Es gibt also Nachrichten. Diese Nachrichten werden zwischen Objekten hin und her gesendet. Und es gibt synchrone und asynchrone Nachrichten und das werden wir uns jetzt im Beispiel angucken. Und zwar würde ich jetzt erstmal mit einem etwas abstrakteren und komplexeren Beispiel anfangen und wir gucken uns dann nochmal ein etwas leichteres und konkretes Beispiel an, wo wir wieder auf unsere Studenten- und Lehrveranstaltung zurückkommen. So, wir wollen ja über Objekte reden und sagen wir, das erste Objekt heißt Object 1.
Was wir jetzt angeben müssen, um die Verbindung zu unseren Klassendiagrammen zu schaffen, ist den Typ. Das heißt, wir können jetzt sagen Object 1 vom Typ Class 1. Und das Ganze stellt für uns ein Objekt dar, kann allerdings in den meisten Fällen, wollen wir eigentlich über eine Reihe von Objekten reden, das heißt, Objekt 1 ist halt eine Variable und darin können halt beliebige Objekte können sich dahinter verstecken. Jetzt haben wir hier einen Aktivierungsbalken. Dieses Objekt ist also aktiv und weiter unten haben wir eine Lebenslinie, die zeigt, dieses Objekt existiert dann noch weiter im Speicher, aber führt eben gerade keine Operationen aus. Und jetzt möchte ich euch illustrieren, wie wir andere Objekte erzeugen können und wie das grafisch aussieht. Wir können also sagen, wir haben noch ein zweites Objekt. Und jetzt ist ein interessanter Punkt bei den Sequenzdiagrammen, die können also durchaus mehrere Objekte vom gleichen Typ enthalten. Das heißt, das kann hier auch vom Typ Class 1 sein. Das heißt, ein Objekt wird jetzt einfach ein neues Objekt anlegen. Ja, sowas haben wir vielleicht bei einer verketteten Liste. Dann legt das eine Listenobjekt, legt jetzt ein neues Listenobjekt an. Gut, wie funktioniert das Ganze? Naja, wir senden eine Nachricht. Das Objekt wird angelegt, indem wir eine Nachricht senden. Und diese Nachricht ist eine synchrone Nachricht und die werden wie folgt dargestellt. Mit einem ausgemalten Pfeil. Jetzt fängt dieses Objekt an der Stelle zu existieren. Wir haben das erzeugt. Und der Einfachheit halber sagen wir jetzt mal, genau, wir müssen natürlich dann irgendwann zurückgehen. Das Objekt ist erzeugt. Und dafür gibt es eine spezielle Art von Pfeilen, und zwar für den Return. Also was wir jetzt hier oben hatten, war eine synchrone Nachricht. Und was wir hier unten haben, ist ein Return. Also wenn wir eine Nachricht senden, die synchron ist, dann müssen wir abwarten, bis das zurückkommt. Synchrone Nachrichten sind am üblichsten. Was jetzt allerdings auch passieren kann, ist, dass wir, das geht in unterschiedlichen Programmiersprachen unterschiedlich leicht oder schwer, dass wir jetzt an irgendeiner Stelle sagen können, dieses Objekt soll jetzt wieder verschwinden. Und das, dafür haben wir einen durchgezogenen Pfeil. Hier die Lebenslinie und an der Stelle endet das Leben des Objektes. Das heißt, an der Stelle bis dahin lag es im Speicher und jetzt würden wir diesen Speicherbereich eben wieder freigeben. Das heißt, das ist sozusagen das mögliche Ende einer Lebenslinie. Dieses Objekt kann jetzt auch nicht mehr wieder erschaffen werden. Wir könnten jetzt ein neues Objekt danach anlegen. Um jetzt noch zu verdeutlichen, wie es auch noch asynchrone Nachrichten geben kann, nehmen wir mal an, es gibt noch ein Objekt von einer Klasse 2. Und an der Stelle brauchen wir vielleicht den Namen gar nicht. Wir müssen das gar nicht groß unterscheiden. Das heißt, wir müssen den Namen gar nicht angeben. Wir sagen einfach nur irgendein Objekt vom Typ Class 2. Und das machen wir über diesen Doppelpunkt kenntlich, dass wir über ein Objekt reden und nicht über eine Klasse. Und jetzt kann es sein, dieses Objekt lebt jetzt schon eine Weile, das hat hier irgendwie seine Lebenslinie und davor wurde es irgendwann erstellt und war vielleicht auch schon mal irgendwann aktiv. Und jetzt gibt es hier eine asynchrone Nachricht. Wir hatten eben schon mal eine asynchrone Nachricht, hier ist jetzt noch eine andere. Die asynchrone Nachricht also wieder mit dem durchgezogenen Pfeil, der aber vorn die Spitze nicht ausgemalt hat. So, und genau an dieser Stelle fängt jetzt ein Aktivierungsbalken an. Also das Objekt, was eben einfach nur so im Speicher schlummerte, das fängt jetzt an und macht was.
Und jetzt können wir uns angucken, was das macht. Und um mal noch einen Fall oder zwei Fälle reinzubringen, dass ihr die auch mal gesehen habt. Jetzt ist es möglich, dass das irgendwie auch wieder einen Aufruf hat. Und zwar sagen wir einen Aufruf zu Objekt 1, das existiert ja noch. Wir können jetzt hier sagen, wir haben von mir aus wieder eine synchrone Nachricht. Das heißt, der die Nachricht gesendet hat, der wartet auf die Antwort. Und irgendwann kommen wir da wieder zurück. Lebenslinie kann hier unten irgendwie noch weitergehen, die kann auch hier irgendwie noch weitergehen. Und ein anderer Fall, den man jetzt auch noch darstellen kann, ist, dass eine Klasse in sich selbst Methoden aufruft. Wir haben ja jetzt eine Methode, die jetzt irgendwie aktiv ist hier. Und jetzt ist es auch denkbar, dass wir hier drin eine andere Methode noch aufrufen. Das Ganze wird wie folgt dargestellt. Und zwar verschachteln wir diese Ausführung so und sagen, an dieser Stelle wird eben die andere Methode aufgerufen. Ja, das heißt, im Wesentlichen sind das Objekte. Objekte rufen Methoden auf anderen oder erzeugen Objekte oder entfernen Objekte. Und an der Stelle haben wir eben einen Aufruf von einer Methode zu einer Methode desselben Objektes. Wirklich desselben Objektes, weil zum Objekt der gleichen Klasse, das haben wir ja hier oben schon mit dem Erstellen von dem Objekt gesehen. Gut, das soll es zu dem Beispiel sein. Und wir gucken uns jetzt nochmal ein bisschen einfaches Beispiel an, vor allem nicht mit A, B und C sozusagen, sondern ein bisschen konkreter, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, was man mit diesen Sequenzdiagrammen meint und wie die funktionieren. Dafür bemühen wir mal Daniel. Daniel hat freundlicherweise mir mitgeteilt, dass es bei der letzten Aufnahme einen Piepton gab und ich konnte das damit beheben und die anderen mussten das nicht hören. Ihr könnt euch dafür bei Daniel bedanken. Daniel ist aber einfach nur einer von vielen Studenten, die sich für diese Lehrveranstaltung eingeschrieben haben. Das Ganze können wir modellieren. Wir können nämlich sagen, hier gibt es irgendwie so einen Aktivierungsbalken. Und als Student muss man eben irgendwie erstmal aktiv werden, um sich einzuschreiben. Kann sich also für eine Lehrveranstaltung einschreiben. Und diese Lehrveranstaltung heißt von mir aus SWT. So, das heißt, die Lehrveranstaltung existierte vorher schon, deswegen die Lebenslinie. Und irgendwo fängt hier der Aktivierungsbalken an. Diese Lehrveranstaltung wird jetzt aktiv. Das könnte die Lehrveranstaltung im Moodle sein, die jetzt quasi das entgegennimmt, diese Anfrage des Einschreibens. Und je nachdem, wie das konfiguriert ist, funktioniert das eben gleich auf Anhieb oder man muss eben sozusagen da einen Moment warten. Auf jeden Fall gibt es dann eine Rückmeldung, ob man eingeschrieben ist. Das ist der Return dazu. Und jetzt gibt es ja neben Studenten und Lehrveranstaltungen auch noch Lehrverantwortliche. Nehmen wir mal Thomas. Und Thomas ist natürlich immer aktiv für die Lehrveranstaltung. Deswegen zeichnen wir das hier mal so ein. Und die Lebenslinien, genau, die gehen hier irgendwie weiter. Und was jetzt denkbar ist, ist, dass ich irgendwann eine Nachricht schicke. Ich logge mich ein im Moodle und schicke dann eine Nachricht. Achso, jetzt habe ich hier noch, werde ich gleich noch nachholen, wollte ich noch ein paar Anmerkungen dran schreiben. Und das ist eine asynchrone Nachricht. Ja? Also wenn ich jetzt mich da einlogge und sage, ich möchte eine Ankündigung erstellen. Create Announcement.
So, was passiert dann? Naja, dann gibt es hier den Fall von nochmal einer asynchronen Nachricht, die versendet wird. Und zwar nicht nur an Daniel, sondern an alle Teilnehmer. Jetzt muss ich das mal kurz korrigieren hier. Nicht ganz sauber geworden. Weil die Aktivierung natürlich wirklich erst in dem Moment anfängt, wo die Nachricht kam. Und auch das wieder eine asynchronische Nachricht, zum Beispiel Send Announcement. Und hier oben könnten wir sowas haben wie Enroll einschreiben. Und ihr seht an diesem Beispiel, dass wir irgendwie synchrone Sachen haben können und man eben sehr genau darauf achten muss, wo sind Objekte aktiv, welche Objekte machen gerade was und Objekte, die im Speicher liegen, können aber jederzeit durch Methodenaufrufe sozusagen wieder aktiviert werden. Gut, das soll uns als Beispiel an der Stelle genügen. Auch hier wieder zum Abschluss ein paar Regeln. Auch wieder eine lange Liste von Regeln. Ich habe versucht, die möglichst vollständig für euch hier aufzulisten. Erstmal, wann immer wir eine Aktivität haben, dann beginnt die eigentlich erst beginnt die eben entweder direkt mit der Rolle, also das Objekt nehmen wir an, das ist einfach schon aktiv, wenn diese Sequenz beginnt, oder aber wir müssen den Beginn dieser Aktivität, der muss anfangen, wenn irgendeine Nachricht kommt. Ja, dann ist erkennbar, aha, durch diese Nachricht wird dieses Objekt aktiv. Das ist ziemlich unsauber in der Literatur, auch wenn ihr in Ian Somervilles Buch guckt, dann gibt es da viele Fälle, wo irgendwie so in der Mitte vom Kasten, und das war das, was ich gerade nochmal korrigiert habe, in der Ansicht, wo eben irgendwo mittendrin so ein Pfeil plötzlich entsteht. Nur aktive Objekte können tatsächlich Nachrichten schicken, das heißt nicht irgendwo von der Lebenslinie kann ich anfangen, sondern nur aus einem aktiven Bereich können solche Nachrichten verschickt werden. Wann immer wir eine synchrone Nachricht schicken, brauchen wir auch diesen Return-File und das an der Stelle, da bin ich ein bisschen restriktiver als das UML erlaubt. In UML wird gesagt, das ist quasi optional, aber mir ist das ganz wichtig, dass ihr versteht diesen Unterschied zwischen synchron und asynchron und das geht eben nur, wenn wir jetzt die Return-File auch immer fleißig mit einzeichnen, weil wir dann verstehen, was dieser Unterschied ist zwischen synchron und asynchron. Return kann es andersrum nur geben mit synchron und das ist in UML genauso, das geht da nicht anders. Aktivitäten können wir beliebig verschachteln, ja? Eine Methode kann die nächste Methode auf dem gleichen Objekt immer aufrufen. In Java wäre das sys.m.n und so weiter zum Beispiel. Wir können ein Objekt auf ein Objekt nicht mehr zugreifen, was irgendwann mal zerstört wurde. Und jetzt noch eine kurze Ankündigung oder was zum Timing. Tatsächlich, wie weit die Objekte auseinander sind, das hat keine semantische Bedeutung, wie lang diese Zeitabschnitte sein müssen. Dann braucht man dafür andere Diagramme, ein Timing-Diagramm zum Beispiel. Was wir allerdings wissen, ist auf einer Lebenslinie, ist die Events, die Nachrichten, die da gesendet werden, die sollen wirklich in dieser Reihenfolge passieren. Das heißt, wir können später das tatsächliche System nehmen, können mitloggen, wann welche Aufrufe waren und können überprüfen, ob es zu diesem Sequenzdiagramm, was wir in einem frühen Entwurf zu der Software erstellt haben, ob das tatsächlich im realen System immer in dieser Reihenfolge passiert oder ob die Reihenfolge vielleicht manchmal davon abweicht. Damit nochmal der Überblick zu den UML-Modellen und wir haben jetzt hier eben noch die Sequenzdiagramme vorgestellt und ihr habt es jetzt geschafft. Ja? Das waren jetzt die 6 Modelle, die wir innerhalb von 4 Wochen hier besprochen haben und ab der nächsten Vorlesung werden wir dann eben weiter zur Implementierung gucken und ihr sollt kennenlernen, was bei der Implementierung wichtig ist. Aber hier nochmal der Hinweis, es gibt eben strukturelle Diagramme, mit denen drücken wir irgendwas aus, wie Strukturen aussehen und es gibt Verhaltensdiagramme auf der anderen Seite, mit denen wir ausdrücken, wie Abläufe sind, was für Aktionen passieren, in welcher Reihenfolge und unter welchen Bedingungen. In dem Abschnitt haben wir uns angeguckt, was sind Sequenzdiagramme, wofür nutze ich die, was drücke ich damit aus? Und Sequenzdiagramme bauen eben ganz stark auf Klassendiagrammen auf, weil die Typen, die wir da verwenden für unsere Objekte, die habe ich im Idealfall irgendwo in einem Klassendiagramm schon modelliert.
Wir haben verschiedene Notationen kennengelernt von verschiedenen Begriffen und ihr könnt euch das Ganze angucken, sowohl im Reference Manual, da ist das relativ kurz und knapp beschrieben, und im UML User Guide deutlich ausführlicher. Wiederum würde ich euch bitten, ein Diagramm zu zeichnen. An der Stelle, es reicht, wenn ihr sowas wie 2 bis 4 Rollen habt. Ja, ich habe euch jetzt 2 Diagramme gezeigt, wo es 3 Rollen gab. Es geht nicht darum, dass das super komplex ist, sondern einfach, dass ihr das mal zeichnet, das einmal ausprobiert, was muss ich jetzt beachten und euch gegenseitig dann die Lösung von den anderen anguckt. Und im Idealfall haben wir dann eben da eine lange Liste von Beispielen, wie solche Sequenzdiagramme aussehen sollten. Und auch da würde ich euch wieder auffordern, nicht nur was einzureichen, sondern euch auch gegenseitig Hilfestellung zu geben, wo ihr vielleicht Sachen richtig verstanden habt, die andere vielleicht falsch verstanden haben, oder aber auch, wo ihr eine Nachfrage habt, warum das so und so modelliert ist. Gut, damit bin ich am Ende der Vorlesung über den Feinentwurf, Englisch eher als Software Design bezeichnet. Wir werden in der nächsten Vorlesung dann uns die Implementierung etwas genauer angucken und wir werden auch ein paar Sachen sehen, wo ich live ein paar Sachen fixen werde an einem bestehenden Programm. Bis nächste Woche!